Herzlich willkommen zurück zu Horizonte. Wir sind jetzt bei Matthias Baumüller. Er ist der Leiter der Dombauhütte hier in Regensburg. Grüß Gott. Genau, grüß Gott, hallo. Was sind denn Ihre Aufgaben? Was ist die Aufgabe der Dombauhütte und warum wurde sie vor genau 100 Jahren gegründet? Ja, die Aufgabe der Dombauhütte ist die Betreuung, die bauliche Betreuung des Regensburger Doms. Die Renovierung und Restaurierung der einzelnen Bauteile, das betreiben wir jetzt seit 100 Jahren. Der Dom war in sehr schlechtem Zustand und man hat sich in München damals entschieden, eine Dombauhütte für den Regensburger Dom zu gründen, die sich immerwährend um den Dom kümmert. Wer darf denn hier alle arbeiten? Also gibt es irgendwelche Voraussetzungen? Ja, man muss Steinmetz sein und im besten Fall hier in der Hütte gelernt haben, weil die Anforderungen sind natürlich sehr speziell für den Bau. Wir sind in der Hütte 15 Mitarbeiter, alles Steinmetzen und Steinmetzinnen, Steinbildhauer, Laubmacher. Man braucht also ein hohes Können, um handwerklich die Ersatzteile für den Dom gestalten zu können. Wie war das bei Ihnen? Wie sind Sie zum Beruf gekommen? Was macht für Sie die Faszination aus? Die Faszination ist natürlich der Umgang mit so einem geschichtsträchtigen, historischen und kunstgeschichtlich bedeutenden Bau. Die Entscheidung, Steinmetz zu werden, die war relativ spontan. Was auf einen zukommt, weiß man in erster Linie nicht, aber so eine Arbeit nimmt man dann im Laufe der Zeit gefangen. Sie verzichten ja bewusst auf moderne Arbeitsgeräte, sage ich jetzt mal. Woher kommen dann Ihre Arbeitsgeräte? Ja, die Arbeitsgeräte werden zu einem großen Teil bei uns in der Hütte wirklich selber hergestellt. Das meiste sind ja geschmiedete Eisen, die wir in der hütteneigenen Schmiede ein Kollege selber erstellt. Wir wollen die Steine so bearbeiten, wie der Steinmetz das im Mittelalter gemacht hat, um wirklich die richtigen Formen und die passenden Texturen, die Oberflächen am Stein zu erschaffen. Und dadurch verbietet sich natürlich jedes moderne Werkzeug. Es würde anders aussehen.